So, weiter geht es hier bei Risen. Und schon zwei Folgen sind vergangen und schon macht das auch richtig Spaß. Anfang noch ein bisschen verkackt, aber man muss erstmal reinkommen, alles ein bisschen checken, sich dran gewöhnen. Bei mir immer auch ganz besonders, aber dann läuft's. Alles gut. Reiselust. Was denn Reiselust? Worum man das jetzt ist hier, keine Ahnung. Eine lange Reise, eine Erfahrung für das ganze Leben. Kann ich das so nehmen und dann habe ich Erfahrung, wa? Na gut. So, hier waren wir ja letztens auch schon mal. Da gehen wir natürlich auch noch rein. Okay, oder wir gehen weiter nach oben. Nee. Aber es wird jetzt auch dunkel hier, glaube ich, ja, ne? Gut, dann gucken wir mal in den Tempel, oder? Wenn wir dann auch reinkommen, das weiß ich nicht. Hier fallen? Keine Ahnung. Hört sich ja toll an. Fackeln habe ich, aber nur eine. Dann schmeißt er die weg. Was? Na gut, nehme ich erstmal. Oh. Hallo, wo bin ich? Hebel. Schwere Truhe. Fackel, Wasser, kleiner Mana-Trank. Komische Kamera. Schwere Truhe. Ist es normal, dass man hier runterfällt, oder war ich nur so ein bisschen so blöd? Wein. Ja, man muss immer halt die Hand frei haben, ne? Weiß nicht, wie lange auch die Fackel überhaupt hält. Die Kamera ist echt hier komisch, die Kamerafahrt. Ach, ich kann das nehmen mit der. Ach so, okay. Ach, hier bin ich runtergefallen. Hier bin ich reingekommen. Und das war's schon, oder was? Ich glaube ja. Kristalle. Da geht's nicht lang, ne? Ja, das war's schon. Na gut. Hab ich die jetzt geöffnet hier? Ja, ne? Okay, ein kleiner Mini-Tempel nur. Da werden bestimmt noch größere kommen. Nur ein Gegner drin. Na gut. Oder ist wieder zugegangen, okay.
kann die aber nicht wieder sozusagen löschen. Egal, es ist ja, glaube ich, auch nachts bald. Kann ich den auch gebrauchen. Automatische Speicher. Ey, du alter Keiler. Oh, was? Der ist aber stark. Und meine Waffe wird verloren. Was? Na, wir haben gerade... Es wurde, glaube ich, gerade gespeichert. Okay, mit denen lege ich mich wohl nicht an. Häufiges Speichern ist sinnvoll, ja, das merkt ihr schon. Ah, ich besieg dich noch später, du. Alles Viech. Großer Sumpf. Da geht's also hin. Grünblatt. Heilkraut. Oha. Reiselust. Das ist ein ganzes Dorf da. Manchmal weiß ich gar nicht, von wo ich komme, von wo ich hingehen muss. Ich erstmal hier um. Halt, Börschchen. Was machst du hier? Ich bin Schiffbrüchiger. Gibt's noch mehr? Nee. Ich bin Schiffbrüchiger. Also hat doch noch einer von der Mannschaft überlebt. Wir dachten, der Inquisitor wäre der Einzige gewesen. Du gehörst doch nicht zur Inquisition. Ich bin als blinder Passagier an Bord gegangen. Auf ein Schiff der Inquisition? Haha, du bist doch verrückt. Wenn die Weißen dich hier erwischen, werfen sie dich direkt in die Vulkanfestung. Du siehst dich am besten schnell mal hier um. Ich habe schon alles durchsucht. Für mich ist nichts mehr dabei. Aber du findest bestimmt noch eine brauchbare Waffe. Ich warte so lange. Wir können später weiterreden. Besorge dir eine vernünftige Waffe. Na gut. Ich kann auch eine vernünftige Waffe gebrauchen, ehrlich gesagt. Schrank. Bolzen, Trank, Wasser, Fackel, Schlüssel. Nimm alles mit. Kein Heiltrank. Man muss sich hier mal ein bisschen umgucken, ja? Gucken wir mal oben. Ruhe. Okay. Was auch immer. Brot. Dies, das. Stuhl. Okay, die Fackel ist leer. Rum. So. Schwert. 15. Okay. Pfeil. Bolzen. Dietrich. Kleine Karte der Insel. Zeigt leider nur einen Teil der Insel. Na gut. Ja, wir können auch irgendwann scheinbar einen Bogen haben oder irgend sowas. Aber wir haben auch schon wieder viel zu verkaufen, wahrscheinlich. Dietrich. Schlüssel, ja. Vom Hof, der nahe am Strand liegt, ein Thronschlüssel. Okay. Aus einem Haus am Wegesrand. Interessant, da muss ich natürlich ein bisschen dran denken. Das hat 10, das hat 12 und das hat 15. Also nehmen wir die. Soll aber hier hin. Endlich ein Schwert. Und eine Karte haben wir, ne?
Aha, okay. Kann man keine Checkpoints machen oder so? Nee, ne? Neil, hallo. Ich habe ein Schwert gefunden. Na, siehst du. Du kennst dich hier gut aus. Ich denke schon. Was willst du wissen? Was gibt es hier zu holen? Also, nee, mach einmal. Ich habe eine Frau unten im Süden zurücklassen müssen. Im Süden, sagst du? Die Wildnis da unten ist gefährlich. Da wird sie alleine nicht lange überleben. Gut. Ich kümmere mich um sie, sobald ich Zeit dazu habe. Wenn du sie das nächste Mal siehst, dann kannst du ihr ja sagen, dass ich sie holen werde, sobald ich einen Platz für sie gefunden habe. Okay. Wo gibt es hier was zu holen? Tja, hier jedenfalls nicht. Die Bauern haben alles mitgenommen, als sie zur Hafenstadt aufgebrochen sind. Die Weißen lassen niemanden rein oder raus aus der Stadt. Warum nicht? Ganz einfach, weil sie niemanden hier draußen haben wollen, der sich an den Ruinen zu schaffen macht. Wir Banditen sind womöglich die Einzigen, die noch frei sind. Ich sag dir, geh in die Hafenstadt oder komm zu uns. Alles andere wäre Wahnsinn. Was weißt du über die Hafenstadt? Wenn du es einmal hineinschaffst, lassen dich die Weißen in Ruhe. Ein paar unserer Jungs sind drin, die helfen dir bestimmt weiter. Ich kann dir den Weg zeigen, auch wenn du bei uns im Lager besser aufgehoben bist. Warum sollte ich zu euch ins Lager kommen? Wir haben Fleisch, Bier und wir machen aus dir einen anständigen Kämpfer. Ein Schwert hast du ja schon. Oben in der Vulkanfestung lassen sie dich höchstens mit dem Stock trainieren. Du hast eben eine Vulkanfestung erwähnt. Was ist das? Das ist der letzte Ort, an dem du sein willst. Dort hat sich die Inquisition niedergelassen und bildet ihre Rekruten aus. Besser, du hältst dich von dort fern. Komm lieber zu uns ins Lager. Muss man sich hier noch entscheiden oder so? Ich weiß es nicht. Zeig mir einen Weg zur Hafenstadt. Zeig mir den Weg zur Hafenstadt. Kein Problem. Folge mir. Ich muss ja direkt hin. Weiter jetzt. Aber ich habe mich den ja noch nicht angeschlossen, oder? Ist das, wenn ich das in den Lager gemacht hätte? Keine Ahnung. Komm mit. Na, ich muss mal irgendwas erledigen. Ja, danke. Hier gibt es aber noch interessante Dinge, mein Kollege. Ich komme gleich. Sind stark, ups. Ja, toll, wusste ich nicht. Ja, das wären diese. Oh, super. Toll. Oh, jetzt habe ich gar nicht gespeichert, oder was? Ernsthaft? Oh, nee, ne? Oh, ich bin so schlau, ne? Das ist jetzt natürlich schlecht. Muss man alles nochmal machen, na super. Was ist das für eine Kiste hier?
Oh Mann, sorry Leute. Jetzt habe ich die Waffe noch nicht und ich habe nichts hier. Wasserfass gibt's hier auch. Halt, Börschchen. Was machst du hier? Ich bin Schiffbrüchiger. Ich bin... Achso, ich kann das mit, kann das ein bisschen überspringen, okay. Bla bla bla, mit rechts der Maustaste, gut. Gib mal her das Schwert, zack. Ich hab ein Schwert. Ich hab. Bla bla bla. Du kennst. Bla bla bla. Was? Ich. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Und speichern. So. So, ein bisschen Zeit verloren hier. Okay. Waffe, Fackel hat er gerade weggeschmissen. Okay. Aber den Wolf möchte ich trotzdem töten, Kollege. Komm mit. Ich komm ja schon. Zack. Ich nehme die Sachen mit, aber ich greife die Viecher dann noch nicht an. Memo an mich. So, das mitnehmen, das mitnehmen. Ich hoffe, die haben keinen so großen Radius. So, oh, hier ein Hühnchen. Warum hast du das gemacht? Warum nicht? Sind jetzt sauer auf mich? Okay, ich kann hier was einsammeln. Wird wahrscheinlich auch noch eine Quest sein. Komm wieder, keine Frage. Wo ist mein Macker hin, ja? Ja, wo ist er denn hin? Hier durch. Natürlich hervorragend, dass ich ihn aus den Augen verloren habe. Und er gar nicht wartet. Das ist ja super. Da geht's zur Hafenstadt, okay. Ist er also hier lang? Wo bist du? Hallo, Neil. Okay, Vulkanfestung, Hafenstadt. Ah, so viele Möglichkeiten.
Aber nur der Tod für den Wolf. Ja. Hä, wo ist er denn hin? Ist er hier echt lang? Da lang oder da lang? Ach, da unten. Ja, okay. Wer bist du denn? Du bist auf jeden Fall ein Wolf, das weiß ich. Ja. Ah. Oh. Ja. Hab ich mitgenommen, ne? Ja. Da hätte ich mal noch nicht in die Hafenstadt gehen sollen. Wir sind gleich da, ne? Oh Gott, der ist auf einmal wieder ganz stark. Ach ja. Ihr könnt ja mal auch einen Todescounter mitzählen. Ja. Ja. Ne? Könnt ihr auch gerne machen. Also normalen Wolf nicht angreifen. Nam, nam, nam. Lasse ich die Leute da in Ruhe und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.